Jetzt mal hier rüber gehen. Ah, guck mal hier. Ah, Multitasking, von wegen, das schaffen nur Frauen. Das schaffe ich auch, kein Problem. Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge The Crew. Ja, es ist wieder ein bisschen was passiert. Ich habe wieder ein bisschen was gezockt und ja, dann habe ich doch letztens mal in die Kommentare reingeschaut und habe mir noch jemanden einen schönen Tipp gegeben und der meinte zu mir, ey, pass auf, mach doch mal Online-Rennen oder mal Fraktionsmissionen. Und wie ihr gerade vielleicht seht, ich bin in der PvP-Lobby drin, sprich, ich mache mal gerade ein PvP-Rennen. Ich habe leider gerade das erste Rennen gewonnen, was ich eigentlich aufnehmen wollte, nur irgendwie hat es nicht ganz gepasst von der Aufnahme her. Irgendwie, keine Ahnung, was da los war. So, und ich werde natürlich auf jeden Fall meinen Fort hier nehmen, meinen Pickup für dieses Rennen. Ja, aber wie gesagt, das erste Rennen habe ich jetzt leider gewonnen. Ihr habt es nicht mitgekriegt, tut mir zwar leid, aber kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Soll nichts machen. Jedenfalls, ja, machen wir das jetzt hier und werden wir hoffentlich gewinnen. Nur mir fällt auch gerade ein, ich habe vergessen, noch den Sound vorher lauter zu stellen. Das muss ich dann vielleicht nachher nochmal machen. Deshalb ist der Sound wahrscheinlich jetzt etwas leise. Ich glaube, den kann ich aber jetzt auch, glaube ich, auch nicht verändern. Da müsste ich das Rennen wahrscheinlich jetzt verlieren. Aber ich denke mal, am Sound sollte es jetzt nicht unbedingt liegen. Wir machen übrigens dasselbe Rennen, glaube ich, gerade nochmal, was wir gerade eben gemacht haben. Umso besser eigentlich. Gucken, vielleicht schaue ich es ja nebenbei, neben dem Rennen eben den Sound lauter zu drehen. Mal gucken. Muss dann aufpassen, was ich dann mache. Na, gucken hier. Jetzt mal hier rüber gehen. Ah, guck mal hier. Ah, Multitasking, von wegen, das schaffen nur Frauen. Das schaffe ich auch, kein Problem. So. Also, nochmal das Rennen hier. Ja, die haben, glaube ich, keine Dingens angemacht, ja. Also, man kann die Leute nicht streifen. Ist natürlich sehr gut. So, da sind wir wieder auf 1. Passt auf jeden Fall. Der Kollege hinter mir hat ein 749er Fahrzeug. Das ist nicht so gut. Für ihn natürlich. Für mich ist das relativ scheißegal. Jetzt habe ich den Fehler gemacht. Bin leider außerhalb der Strecke gelandet. Ja, ist nicht gerade einfach. Jetzt macht er aber auch gerade einen Fehler. Jetzt hole ich ihn hier wieder ein. So, ich muss mich leider auch mal ein bisschen nebenbei konzentrieren. Deshalb kann ich nicht so viel sagen, wie ich sonst beim Let's Play sage, weil ich will das natürlich schon gewinnen hier. Den Jungs zeigen, dass ich hier mit einem 1200er Wagen auch was schaffe. Und nicht die größte Pfeife auf der Welt bin hier. Und jetzt läuft es gerade wieder. Jetzt hat er mich vor mir einen Fehler gemacht. Einen verhängnisvollen. So, ich kürze hier gnadenlos einfach ab. Ist mir scheißegal. Also jetzt gleich kommt wieder eine Brücke. Da muss ich aufpassen, dass ich da anscheinend drüber komme. Oh Mist. Ah, müssen wir die Brücke halt außen nehmen. Egal. Macht nichts, zusammen ein GE-Fahrzeug. Das schafft auch mal eben, da durchzufahren. So. Alles klar. Und dann ist es nämlich jetzt gleich auch schon geschafft hier. Gibt aber gerade richtig Zunder hier. Jetzt hat der Kollege einen richtig großen Fehler gemacht. Und das war's für ihn. Das hat er nämlich dann jetzt verloren. Ich würde sagen, das habe ich dann damit schon wieder gewonnen. Nice. Ich habe zwar auch viele Fehler gemacht, aber die Jungs waren nicht so gut. Daher kann ich froh sein, dass ich doch Erster geworden bin. Soll nichts machen. Ich merke gerade, dass mein Zeiger gerade recht hoch ausschlägt. Hm, keine Ahnung. Egal, macht nichts. Also ich meine, mit dem Zeiger meine ich mein Audiozeiger. Ich merke, dass der gerade ziemlich am Ausschlagen ist. Normalerweise ist das nie so. Aber egal, macht nichts. Der Ton ist trotzdem für euch derselbe, wie immer. Ja, jedenfalls das Rennen habe ich gewonnen. Muss ich nur warten, bis der Rest durch ist. Und dann ist es auch offiziell, dass ich mal gewonnen habe mit meinem schönen F-150 hier. Da ist er. Number One. Gefunden haben wir. Der Metall Outlaw hat gefunden. Und ihr seht wieder mal 16.560 Bucks. Das ist eine ganze Menge. Und ich würde sagen, ich mache noch zwei oder drei Rennen allerhöchstens. Und dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss dann hier.
Also so viele Rennen will ich heute nicht eigentlich machen, weil ich will auch noch die eine oder andere Fraktionsmission noch zeigen. Es gibt nämlich eine Fraktionsmission, die ich wirklich sehr, sehr leicht finde. Die möchte ich euch unbedingt zeigen. Wenn ihr nämlich in dem Level seid wie ich und die Fraktion auswählen könnt, in der ich drinne bin, ist das schnell verdientes Geld eigentlich. So, der macht hier ein PE-Rennen. Für ein PE-Rennen, da bleibt eigentlich nur ein Auto über. Und das ist mein Ferrari eigentlich. Wobei, ich habe ja auch ein paar neue Autos. Mal gucken, ob ich da vielleicht doch variiere und was anderes nehme. Wobei ich eigentlich den Ferrari nehmen möchte, auf jeden Fall. Was ich auch noch sagen will, das Schöne an dem Rennen hier ist, der Kollege, der hier der Chef ist, der ich gerade bin. Ach so, ich bin Chef. Ja, dann machen wir einfach mal hier. Ich mache Rallye-Rennen. Rallye und fertig. Habe ich gar nicht gesehen, dass ich Chef bin. Ja, umso besser. Dann konnte ich nämlich jetzt Rallye einstellen und ich würde sagen, ich nehme natürlich meinen Chevrolet. Auf jeden Fall mein Silver Road. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir das hier mal. Mal gucken, was hier draus wird. Gar nicht gemerkt, dass ich die Krone habe. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich dachte schon die ganze Zeit, hä, was ist los? Recht komisch. Aber egal, macht ja nichts. Dann kann ich wenigstens die Rennen bestimmen. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt ein RA-Rennen. Und das nächste würde ich dann sagen, mache ich mal ein RE-Rennen, wenn ich eins kriege. Und dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss für heute mit den PvP-Rennen. So, ja, RA-Rennen, eigentlich meine Lieblingsrennen online zumindest. Und ich bin der Einzelne, der einen Trophy Truck hat. Das finde ich natürlich umso besser. Ich liebe Trophy Trucks und ich bin froh, dass ich eins bin. So, und dann geht's mal hier los. Er findet das beste Fahrzeug am Start. Mein lieber Outlaw LP ist der mit den besten Autos hier und geht erstmal richtig ab hier. So, dann gucken wir mal, wo wir hier lang müssen. Können wir hier gnadenlos abkürzen einfach. Obwohl, das war nicht so gut. Die Scheiße da durchzurasen. Sollen wir aber nichts ausmachen. Die anderen Kollegen haben, glaube ich, gar keine Chance gehabt. Der Einzige, der wirklich eine Chance hat, ist hier dieser Red Cover. Das ist, glaube ich, der Einzige, der wirklich eine Chance gegen mich hat. Na, okay, jetzt hat er wahrscheinlich doch keine Chance mehr gegen mich, weil er gegen Baum gefahren ist. Ist natürlich relativ schlecht für den Jungen. Tut mir leid für dich. Ich würde sagen, dann bist du wahrscheinlich aus dem Rennen. Und ich werde hier versuchen, nicht in einen Baum zu fahren. Wenn ich das nämlich dann mache, bin ich mich wahrscheinlich auch Geschichte. So, da hinter mir ist einer mit einem 733er Fahrzeug. Eigentlich kein Problem für mich. Nur leider habe ich ein Problem, wenn ich durch Gegenstände fahre, schlaucht mich das natürlich ziemlich. Dann muss ich aufpassen, dass ich nicht durch allzu viele Gegenstände fahre. Wow! Holy shit, das war aber jetzt knapp, auf jeden Fall. Ich gebe nochmal Stoff hier mit meinem Nos ein bisschen. So, 22 Checkpoints sind es auf jeden Fall. Der eine hat das Rennen verlassen, der hat keine Lust mehr. Natürlich recht schade. Red. Sind das mehrere Leute? Guck mal, das sind drei Leute, die haben Red im Namen. Wahrscheinlich ist das ein Clan oder sowas. Aber Leute, ihr seid nicht besser wie der liebe Outlaw LP. Merke ich gerade. Das ist natürlich schade für euch. Tut mir natürlich leid. Aber so ist die Wahrheit. So, alles klar. Oh, ich glaube, das Rennen kenne ich hier. Habe ich, glaube ich, schon mal gemacht, das Rennen. So, 3 Sekunden auf den letzten. Oder auf den nächsten. Auf den letzten ist natürlich noch viel mehr Zeit. Auf den nächsten sind es, oh, 5 Sekunden mittlerweile. Natürlich umso besser. Gehen wir mal Stoff hier. Wow! Ab in den Süden. Ja, läuft auch, würde ich sagen, ne? Läuft auf jeden Fall für mich. Ich bin hier relativ gut dabei. Oh, wie schön sauber mein Auto ist, wenn man hier durchs Wasser fährt. Sehr schön. Schönes, sauberes Auto. So muss das sein. So. Ja, verdammt. So, geschafft. Und ich würde sagen, das Rennen wird dann meins sein. 7 Sekunden auf den nächsten. Alter Verwalter, das ist mal ein Abstand, würde ich sagen. Aber mal gucken, wie das RE-Rennen gleich läuft. Wenn ich eins kriege. Vielleicht RE oder PE-Rennen. Eins von beidem. Mal gucken, was ich kriege. Ich persönlich mache ja lieber die PE-Rennen, weil die irgendwie cooler sind von den Autos her. Als die RE-Rennen. Aber mal gucken, was ich nehme. Crover, der Red Crover. Er ist doch noch Zweiter geworden. Respekt, hat er gut gemacht. Hat er sich noch nach vorne gearbeitet hier. Perfetto, würde ich mal sagen für ihn. So, ja, auf andere Spieler warten. Jetzt ist es gleich abgelaufen für die Jungs. Zack, das war es. Das Rennen ist beendet. Und der liebe Outlaw hat wieder gewonnen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bin zwar nicht der beste Fahrer, aber zumindest habe ich mich jetzt hier bewiesen, so ein bisschen. Das ist doch schon mal was. Ja, jetzt können wir natürlich hier noch rumgucken. PvP-Liste, Bestenliste gibt es irgendwie nicht, aber man kann zumindest sehen hier, ich bin jetzt mit 10 Punkten wieder weiter vorne.
Also ich habe wieder 10 Punkte bekommen. Die Statistik sieht man immer erst am Ende. Also wenn wir wieder im Ladebildschirm sind oder eben in der Lobby, so meine ich, Entschuldigung, wenn du in der Lobby sind, dann kannst du nämlich immer nachgucken, was du für eine Platzierung hast. Und da ich jetzt 3 Rennen in Folge gewonnen habe, bin ich natürlich Erster. So, das ist ein Hattrick. Wisst ihr, das im Übrigen? Ich habe einen Hattrick geholt. Ich habe 3 Rennen in Folge gewonnen. Haha. Ich bin schon echt ein Fuchs. So, bin ich immer noch Chef? Ja, ich bin immer noch Chef. Also, pass auf, wir gucken mal, dass wir ein schönes Rennen kriegen. Das ist die RE-Rennen. RE. Daytona Beach ist eigentlich ein cooles Rennen. Das habe ich schon des Öfteren mal gefahren. Das nehme ich auch. RE auf jeden Fall. Gucken, was die anderen dazu sagen. Ich hoffe doch. Ja, Eventauswahl. Ich will das auf jeden Fall nehmen. Warte auf Eventauswahl. Zusammenstöße auf jeden Fall aus. Verkehr auch. Das ist immer schön. Ich mag das, wenn der Zusammenstöße aus sind, weil dann zählt wirklich, wer der beste Fahrer auch ist. Nicht, wer den anderen am besten rauskickt. So, was nehmen wir denn für ein Auto? Hotrod, den SL. Ich würde sagen, ich nehme den SL, glaube ich. Ich glaube, der SL ist die beste Wahl, die ich da nehmen kann. Ja, den nehme ich auch. Ich nehme den SL. Ist das beste Auto, was ich, glaube ich, zurzeit besitze. Da ich noch keinen Lamborghini oder so besitze, ist der SL wohl, glaube ich, das beste Auto eigentlich. Gut, wobei der McLaren auch nicht schlecht ist. So, Daytona Beach Sprint. Das war ein Sprint. Oh, da habe ich mich wahrscheinlich doch vertan. Dann meinte ich nämlich eigentlich ein anderes Rennen mit RE-Fahrzeugen. Aber ist egal. Das Rennen wird auf jeden Fall sehr cool. Und hier, die ganzen geilen Kisten. Jede Menge geiler Kisten. So, und dann mal hier direkt mal Stoff geben. Und go! Los geht's. Nicht das beste Fahrzeug, aber das ist scheißegal. Trotzdem bin ich gut dabei. Direkt mal ein bisschen noch Unterstützung hier. Direkt mal Gas geben hier. Ah, so geht's dann nicht, Kollege. Du rammst mich nicht hier weg. Oh, shit. Haben wir einige die Kurve richtig schlecht genommen. Genau wie ich. Ich bin jetzt nämlich dadurch fast letzter. Aber ist ja nicht schlimm. Das Rennen geht ja noch ein bisschen. Also wir können auf jeden Fall noch aufholen. Und wieder Stoff hier, ein bisschen mit NOS unterstützen. So schön aus der Kurve heraus, dann damit beschleunigen. Und dann wieder Hackengas hier. So, zack, da sind wir schon auf dem 7. Und das ist ein Problem, vom 6. Das ist auch ein Problem, was ich richtig scheiße finde, weil wenn nämlich jemand eine richtig beschissene Internetleitung hat, muss man immer auf denjenigen warten. Das finde ich richtig mies. Oh, ich hoffe, das ist nur einmal jetzt das Problem für ihn, weil das wäre nämlich echt scheiße. So. Gut, alles klar. Schon sind wir weiter vorne. Und. Ah! Go hier! Gib Gummi! Bin ich am dritten. Sehr schön. Da sind wir auf dem dritten mit unserem schönen SL. Der andere Kollege hinten holt mich jetzt gerade ein, weil er NOS benutzt hat. Weil er hat jetzt einen fatalen Fehler gemacht und hat den Bremspunkt verpasst. Daher ziehe ich ihn jetzt ab ein bisschen. So, jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich noch Erster werde. Oder ich muss gucken, dass ich weiter nach vorne komme. Ja, ist scheiße, ne, wenn man die Leute nicht wegrammen kann, ne? Muss ich schon sagen. Ist ein bisschen blöde. So, schön die Kurve von außen nehmen. Der gute alte Simulations-Racer-Trick. Doch passt es auf jeden Fall. Hinter mir hat auch ein sehr gutes Auto. 292 oder 1292. Natürlich richtig gut. Ah, ich glaube, ich bremse zu stark, habe ich das Gefühl. Andere Kollege kommt auch gut durch die Kurven durch und der bremst nicht so hart wie ich. Aber ich hoffe, dass es jetzt am Ende hier ein Sprint ist, dass wir einfach nur noch geradeaus jetzt fahren müssen, weil dann habe ich den dritten Platz nämlich sicher. Das dürfte auf jeden Fall hinkommen. Scheiße. Ah, der hat mit NOS geholfen. So, aber ich habe auch noch ein bisschen NOS, was ich jetzt nochmal ausspielen werde. Ich weiß gar nicht, ob man hier Dingens kriegt, ob man hier Windschatten bekommt. Und ich glaube, damit habe ich ihn abgezogen. Yes! Ich hab den dritten Platz noch geholt, weil er sich verbremst hat. Yeah. Sauber, Leute. Schön am Ende gemacht. Von mir natürlich. Ja, ich würde sagen, damit haben wir dann gewonnen. Sehr cool. Hat mir gefallen. Sehr schönes Rennen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wisst ihr was, Leute? Ich mache die Folge heute durch. Ich mache die Folge einfach heute durch mit RE-Rennen oder mit PvP-Rennen. Und werde dann morgen wieder dann ganz normal Aktionsmissionen und normale Missionen machen. Machen wir heute mal den ganzen Tag lang nur PvP-Rennen. Dann ist auch der Titel leichter fürs Video zu finden. PvP-Rennen. Oder PvP-Session oder sowas in der Art. Ich habe mir schon irgendeinen guten Titel einfallen lassen. Und ja, jedenfalls gut, wir sind Dritter geworden, wir sind zwar nicht Erster geworden, macht aber nichts.
Vielleicht nehme ich beim nächsten Rennen doch mal den McLaren, wenn ich nochmal ein RE-Rennen nehme. Und ich würde sagen, jetzt mache ich mal ein PE-Rennen. Suchen wir uns mal ein PE-Rennen. RF Ivan irgendwas ist ausgegangen. Das tut mir natürlich leid für ihn. Aber das ist er halt selbst schuld, wenn er rausgeht. So, ich bin auch noch Chef. Perfekt. Das heißt, wir machen auf jeden Fall ein Performance-Rennen. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Rennen, Rennen, Rennen. Das sind alles nur Rennen hier. Achso, steht gar nicht dabei, ob das jetzt PE oder sowas ist. Pass auf, dann würde ich sagen, nehmen wir ein Performance-Rennen. Wir nehmen das hier. Das nehmen wir einfach mal. Und bleiben dabei. Ah, der eine hat einen richtig schönen Alfa Romeo da. Der sieht richtig cool aus, die Kiste. Den werde ich mir auch noch mal zulegen, den Alfa Romeo. Weil der ist nicht teuer und da kannst du auch noch eine RE-Version draus machen. Finde ich richtig cool. So, oh, so, oh. So, PE-Fahrzeuge. Was nehmen wir da? Ich würde sagen, soll ich meine Viper nehmen oder soll ich mein Benz nehmen? Komm, ich nehme die Viper. Ich nehme die Viper. Allein schon, weil sie die amerikanische Flagge hat. So. Alles klar. Los geht es. So. Die New Orleans-Konfrontation. New Orleans. Da sage ich. Ich habe schon mal im Let's Play gesagt, die Leute New Orleans oder die Leute sagen immer New Orleans dazu. So, ich bin immer noch auf 1, weil die Platzierung, die du hast, die das der Start, von da aus startest du auch immer. Da ich 1 bin, starte ich auch von 1. So, amerikanische Flagge ist auf der Auto. Wir geben direkt mal ein bisschen Unterstützung mit dem NOS so ein bisschen. Ja, natürlich scheiße, dass der einen Reventon hat. Das ist natürlich relativ Mist für uns. So, die Kurve habe ich aber besser genommen auf jeden Fall. Den Noss hier nachhelfen. So, schön die Kurve nehmen. So, ah, der Kollege mit dem GT40 ist auch ganz gut dabei, damit wir Ford GT. Der ist auch nicht schlecht. Dann sieht man es halt, dass man sich halt nicht gegenseitig behindert, finde ich halt sehr, sehr cool. Glaube ich, dass er so gut da durchkommt, obwohl er dagegen gefahren ist mit seinem Hot Rod. Unglaublich. Wer glaubt denn sowas? So, und Stoff hier. Bin leider wieder Dritter, das ist schade. So, ah, komm schon. Ja, die Kurve habe ich gut genommen. Jetzt hilft er hier mit seinem NOS wieder nach. Aber ich habe jetzt auch wieder ein bisschen nach. Kann man ja nicht Windschatten kriegen, obwohl dieser Dingens nicht an ist? Weiß ich gar nicht. Scheiße, das war ein Fehler. Wenn ich das Ding gerammt habe, habe ich gut was jetzt an Zeit verloren. Das ist ja in dem Spiel wirklich sehr extrem, was das angeht. Oh Mist, das war sehr hart gebremst. Aber wir haben noch eine... Oh, wir haben 34 Checkpoints. Okay, das Rennen geht auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich glaube, das wird noch bis zum Folgenende gehen, wahrscheinlich das Rennen. Nochmal Stoff hier. Nochmal nachhelfen ein bisschen. Na Mist, die haben wir alle schlecht genommen, die Kurve. Die haben wir alle richtig schlecht genommen. Ah Mist. Ja, ich mache gerade echt Fehler, muss ich zugeben. Gerade läuft es nicht. Ich verstehe es bei dem einen nicht. Der hat einen 1590er Wagen. Und der ist so schlecht dabei. Oh nein! Scheiße! Oh nein! Ach scheiße! Ah, das habe ich verloren. Ach Mann, da setzt einen dieses blöde System auch noch richtig beschissen hin. Ah, ich krieg zu viel. So ein Dreck. Ah, das habe ich verloren. Das kannst du vergessen. Wenn ich noch vor den Fokus komme, dann ist das noch ein Wunder. Aber ich glaube wohl nicht mehr dran. Scheiße, da habe ich jetzt Mist gebaut. Da habe ich jetzt großen Mist gebaut. Und schon wieder. Ah, jetzt bin ich unkonzentriert. Jetzt bin ich unkonzentriert. Das war's für mich, würde ich sagen. Jetzt holt der eine mich sogar noch ein mit der Viper oder was das da ist. Na, mit dem, ja, das würde ich sagen, war's dann für mich. Ja, jetzt habe ich großen Mist gebaut, Leute. Da habe ich auch Pech gehabt, weil ich durch die Mitte fahren wollte und dann diese Pfeiler da erwischt habe. Durch ganz großer Mist. Aber ich versuche mich noch ein bisschen zu konzentrieren, dass ich jetzt auf jeden Fall nicht ganz letzter werde. Und dann habe ich den zumindest auch wieder eingeholt. Gut, hat ein nicht mal 800er Wagen, das ist ein bisschen unfair schon. Aber ich glaube, an den ersten komme ich nicht mehr ran. Das ist ein Rennen um den vierten vielleicht noch, wenn ich Glück habe.
So, wir helfen nochmal gerade nach ein bisschen mit Nos. 21 Checkpoints haben wir absolviert. Ein paar kommen noch auf jeden Fall. Noch genug Zeit, dass sie noch Fehler machen können, die zwei da vorne. Wow, 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 wow. Alter Schwede, ist das ein Rennen hier? Boah, direkt nochmal nachhelfen hier. Ah, die Leute fahren wirklich gut. Muss man denen wirklich lassen. Die fahren wirklich gut. Die sind gar nicht so schlecht dabei. So. Ja, 10 Stück sind es noch. 10 Points. So, ich hoffe, ich kann jetzt gleich noch ein bisschen noch meine Geschwindigkeit noch ein bisschen mehr herausholen jetzt gleich. Das ist jetzt gleich ein bisschen sowas, ein bisschen was mit geradeaus fahren. Oh, da vorne hat der einen großen Fehler gemacht. Deshalb kann ich jetzt da gut aufholen. Seinem Hot Rod hier, der Kollege. So. Ja, komm schon. Ja, ich bin gerade ein bisschen ruhiger als sonst. Das natürlich jetzt hier nicht mehr verlieren. Oder nicht mehr so weit nach hinten fallen. Jetzt gebe ich nochmal Stoff hier. Und zack, da sind wir wieder vorne dabei. Zack, da bin ich wieder auf dem dritten. Das würde ich mal sagen, weil es exzellent von mir gefahren. Gut, liegt vielleicht auch mal im Auto, muss ich zugeben. Weil ich würde mal hauptsächlich tippen, das lag an meiner exzellenten Fahrweise gerade. Die hast du aber schlecht genommen. Da habe ich die etwas besser genommen, die Kurve, Kollege. Ah, Mist, scheiße. Stoff, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Der scheiß Hotrod soll mich nicht mehr kriegen. Wenigstens das, 32. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nochmal Stoff hier. Hinterher. Alter Schwede. Oh, das war knapp jetzt am Ende, würde ich mal behaupten. Ja, sauber. Doch noch Dritter geworden. Haben wir doch noch gut rausgeholt, die Runde. Und wisst ihr was, ich überziehe die Folge einfach mal gnadenlos heute. Ich mache einfach mal heute fahre ich mal, ist mir scheißegal. Heute fahre ich einfach mal. Ja, er hat natürlich gewonnen. Man muss einfach auch wirklich sagen, mit so einem Reventon bist du wirklich richtig gut dabei, weil das ist einfach ein super schnelles Auto. Das ist einfach eine richtig super geil schnelle Kiste. Das muss man wirklich sagen. Aber egal, das macht ja nichts. Wir holen trotzdem Kohle und steigen sogar noch ein bisschen in der Rangwertung. Weil ich bin jetzt wahrscheinlich um die 1500, würde ich mal tippen. Mal gucken. Ich weiß es nämlich, ich habe lange nicht mehr aufgeschaut, was ich für eine Wertung habe. Was haben wir? Jo, 15,3 bin ich jetzt. Das ist doch mal ganz gut. So, dann würde ich sagen, machen wir nochmal ein ST-Rennen. Ja, können wir auch mal machen, ne? Ein ST-Rennen. Dann haben wir mal alles abgedeckt für die Jungs. Da ich noch eins habe, mache ich das auch. Pass auf, wo ist das ST-Rennen? Da, ST. Machen wir mal. Mal gucken, was die Leute so für ST-Fahrzeuge haben. Ich bin ja mal gespannt. Ich will ja wirklich alles für die Leute hier mal abdecken. Mal zu gucken, wie gut die sind. Oh, der eine hat einen richtig schönen Z4. Cool, cool, die Kiste. Wieso kann ich eigentlich jetzt nicht hier weitermachen? Keine Ahnung. Eventauswahl. So, haben wir geschafft. So, dann würde ich sagen, holen wir unser bestes ST-Fahrzeug aus. Das ist natürlich der Mustang. Den nehmen wir auch. Ich bin immer gespannt, ob mir das was bringt, dass ich meinen Mustang hier komplett aufgetunt habe. Der hat nämlich alles auf Maximum bei mir fast. Der hat alles auf fast 50. Mal gucken. Ich bin ja mal gespannt, wie das Rennen jetzt ausgeht. Ich werde bestimmt voll verlieren. Bestimmt. Also das wird bestimmt so ein richtig übles, krankes Scheißrennen für mich. Aber mal gucken. Noch sind wir ja nicht, noch ist das Rennen nicht gestartet, genau. So sagen wir es. Das Rennen hat er noch nicht gestartet, von daher gucken wir mal. Natürlich schön, wenn wir weiter vorne bleiben. Ja, wir sind, gut, ich bin auf dem zweiten jetzt gerutscht. Leider dadurch, dass ich den dritten Platz da mal eingefahren habe. Aber macht ja nichts. Und mal gucken. Na, wer hat hier die besten Fahrzeuge? Ja, der Crowbar auf jeden Fall, der ist auch wieder gut dabei. Oh, was ist denn mit dem los? Hast du was gefressen oder was? Ja, die sind natürlich mit ihren Skylines gut dabei. Aber ein Mustang ist auch nicht allzu schlecht. Würde ich mal tippen zumindest. Oh, da haben wir alle gerade Mist gebaut, Leute. Das wisst ihr, ne? Wir haben alle Mist gebaut. Oh, sind auch wieder 8 Leute sich gerade. Der Lude ist dabei. Du Lude. Eine Ludenschleuder. Oh nice. Die war cool, die Kurve. Ich habe besser genommen als der Mustang vor mir. So, aber der Crowbar, der ist gut. Der Junge ist gut, also Hut ab vor dir. Du fährst echt gut. Muss man dir ja mal lassen.
komm, Stoff hier. Boah, hab ich jetzt mal richtig beschissen genommen, war mir aber egal. Soll mal schön nach hinten manchmal gucken. Also das ist auch so ein Ding bei mir. Ich gucke immer nach hinten. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich gucke sehr oft nach hinten eigentlich. Ich gucke, wo die Konkurrenz fährt. Da komm, ich gebe mal hier ein bisschen Stoff und Noss. So, Achtung. Jo, da hat er einen Fehler gemacht. Das nutze ich aus. Und verkacke auch. Scheiße. Och nö, jetzt ist der rausgegangen. Ist nicht dein Ernst, ne? Nur weil du einen Fehler gemacht hast, Alter. Ist nicht dein Ernst jetzt. Macht einen Fehler und ist direkt raus. Das ist ja doof. Mist, jetzt habe ich auch abgebaut. Jetzt bin ich auf dem vierten gelandet. So ein Shit. Mist, das war schlecht. Ja, ein bisschen mit Noss hinterher. Was bringt. Ja, derjenige, der mir, glaube ich, das geschrieben hat mit den, nee, ist von anderer, ne? Der mir geschrieben hat, meine Fahrweise wäre nicht die allerbeste. Damit hast du leider dann recht, muss ich zugeben. So guter Fahrer bin ich dann leider doch nicht. Jo, der hat einen Fehler gemacht, der ist weggerutscht. Ja, das ist hier ein Rennen der ganz hohen Leute, die über 1000 fahren. Der Rest ist total außen vor mit ihren 600er Kisten. Können die ganz vergessen. Ich bin der Schlechteste momentan hier. Das ist wohl mal eindeutig bewiesen. Aber ich finde trotzdem, ich halte mich ganz gut. Trotz alledem. Oh, komm, hier nochmal Stoff. Tu auf jeden Fall, was ich kann, dass ich jetzt nicht auch noch Letzter werde oder sowas. Ich tue zumindest, was ich kann. Da habe ich zumindest die ersten Rennen gewonnen. Also die GE und RA-Missionen sind scheinbar doch eher mein Ding. Gut, vielleicht liegt es auch in meinem Auto, dass ich einfach das beste Auto von allen habe. Aber es macht ja nichts. Oh, shit. Das war ein Fehler. Da habe ich mich total verbremst. Ja, ich würde sagen, das kann ich dann vergessen hier. Großartig. Das wird mir nichts mehr bringen. Und ich würde sagen, dann ist das auch das letzte Rennen, was wir heute machen. Danach werde ich dann mal aufhören für heute. Die Folge ist ja schon wirklich sehr lang heute. Mal ein bisschen Überlänge, wie gesagt. Dadurch, dass wir jetzt mal ein paar PvP-Missionen gemacht haben, haben wir halt mal ein bisschen Überlänge gemacht. Ich hoffe auf jeden Fall, das hat euch gefallen. Und, ja. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ja, ich verabschiede mich dann heute schon mal, weil ich gehe jetzt gleich noch direkt raus. Und würde dann einfach sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Hinterlasst mir doch bitte einen Kommentar, wie ihr das fandet und ob ihr noch mehr solcher PvP-Rennen sehen wollt. Oder wenn ihr mal gegen mich antreten wollt, könnt ihr auch mich gerne mal adden bei Uplay oder sowas. Könnt ihr gerne machen, ich nehme das ganz gerne an. Können wir auch mal ein bisschen mal zusammen zocken, mache ich auch ganz gerne. Und von daher würde ich einfach sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.